Entschuldigung, ja, das wäre jetzt ja wieder richtig fair gewesen. Na, Freunde, Bock auf Emergency 5, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Hoffentlich, ja, diesmal ohne großartige Zwischenfälle, wäre es beinahe wieder fair gewesen. Naja, ich bin so an dieses Headset gewohnt. Es geht weiter, freies Spiel, 14.900 Punkte hatten wir, dann müssten wir ja leider abbrechen. Ein Schaltkasten im Einsatzgebiet hat einen schweren technischen Defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und kümmern Sie sich, wenn nötig, um alle verletzten Personen. Machen wir. Bin dabei. Ja, diesmal hoffentlich mehr oder weniger ohne Gelecke. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nur hoffen. Da ist auch schon da. Kein Problem. Ah, jo, kein Problem. Ich habe mir auch nicht mit so viel Problem. Das Problem sind die FPS-Drops. Das ist wirklich also heftig. Also, verstanden. Ich weiß leider Gott auch nicht, warum es liegt, weil das Spiel wurde nicht gepatcht. Also es ist mit einem oder anderen Tag ist es wieder schlimmer geworden. Kann sein, oder kann nur sein, es war ja vorher nicht so eine große Stadt, in Anführungsstrichen. Dass Berlin das Spiel halt überfordert. Aber ey, überfordern ja auch, Berlin überfordert ja an sich auch sehr viele Menschen. Warum soll es dann auch eine Spiele-Engine nicht überfordern? So, vielen Dank. Bin dabei. Ich spare jetzt erstmal auf die auf das Kommandofahrzeug Löschflugzeug, weil nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. Schon wieder. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, ja, sind von Trümmern verschüttet worden. Retten Sie alle Opfer. Wenn nötig, löschen Sie alle Brände. Komm doch mal bitte. Das ist halt, was ich so schade finde. Bin dabei. In dem Sinne kommt nichts Neues. Ich habe auch nur einen Kran, also sprich, das, ich kann es sowieso wieder nur mit einem Kran machen, sprich, das dauert sowieso wieder seine Zeit. Ritra, tralala, halt wie immer. Okay. So, dann stellen wir mal hier einen hin. Kein Problem. Alles klar. Hier innen. Ist in Arbeit. Hier innen, dann. Hier innen. Kein Problem. Wird gemacht. Kein Problem. Was geht's? In Ordnung. Bin bereit. Kein Problem. Erwarte Befehl. Wird erledigt. Erwarte Befehl. Wird gemacht. Höre. Bin bereit. Höre. So. Was geht's? Kein Problem. Was geht's? Verstanden. Bin bereit. Zu Befehl. Ja? Wird gemacht. Ja? Sofort, alles klar. Erwarte Befehle. Du bleibst mal bitte bei denen. So, ja, weil, wie gesagt, das ist leider Gottes jedes Mal das gleiche Schema. Bin bereit. Auf dem Volksfest sind mehrere Personen an einer Nahrungsmittelvergiftung erkrankt. Versorgen Sie alle Opfer. Vielleicht finden Sie dabei ja auch heraus, wer für den Vertrieb der offenbar verdorbenen Nahrung verantwortlich ist. Nehmen Sie die betroffene Person fest. In Ordnung. Haben wir gerade jetzt auch wieder das Glück erwischt, dass wir jetzt halt zwei solche Missionen haben. Was geht's? Ist in Arbeit. Was geht's? Die halt da wieder volle Aufmerksamkeit benötigen. Was geht's? Wird gemacht. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Ah, okay.
Sieht auch sehr gut aus, war das Gebäude zu hoch. Aber er leckt sich so langsam raus. Das ist. Oder er backt sich eher gesagt so langsam raus. Unser Notarzt hat bei der Behandlung von einem der an Nahrungsmittelvergiftung erkrankten Volksfestbesucher erfahren, dass er die verdorbene Nahrung an einer Imbissbude gekauft hat. Achtung! Der Imbissbudenbesitzer befindet sich offenbar bereits auf der Flucht. Sofort aufhalten und festnehmen. Ja, die kommt nicht weit, oder der, je nachdem. Bin dabei. Wird erledigt. Okay. Verstanden. Ja? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Wird erledigt. Wird gemacht. Achtung, eine Einsatzkraft wird angegriffen. Kein Problem. Ja, jetzt nicht mehr. Höre. Jawohl. So. Höre. Dann würde ich Sie bitten. Der Polizeihelikopter bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Bin bereit. Höre. Kein Problem. Ja. Sofort. So, dann packe ich den mal mit ein. Kein Problem. Und den mal hier mit ein. Ja. Bin dabei. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Was geht's? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation Jawohl. Der Basis. Bin bereit. Okay. Was geht's? Ja, das liebe ich immer, also. Komm mal hier runter. Was geht's? Wird gemacht. Bin bereit. Ja? Jetzt lande doch. Aber land hier, ist mir ja relativ. Hauptsache landen. Ja? Wird erledigt. Ne, jetzt warte, jetzt geht nichts hier weiter, ja? Was geht's? Kein Problem. Sofort. Ja? Hier landen, wenn möglich. Brauchen Sie sowieso noch einen Krankenwagen hierher? Bin dabei. Ist ja jetzt nicht so, als wären die schwer verletzt, aber. Also. Verstanden. Nee, ach shit. Kein Problem. Erwarte Befehle. Bin bereit. Sofort. Ja? Bin bereit. Sofort. Erwarte Befehle. Jo. Verstanden. Was geht's? Ist in Arbeit. Höre. Okay. Was geht's? Wird gemacht. Ja? Bin dabei. Du kannst hier wieder einsteigen. Bin bereit. Alles klar. Zum Hedgequarter habe ich gesagt. Was machen die denn, ey? Erwarte Befehle. Okay. Was geht's? Wird gemacht. Ja? In Ordnung. Ist denn mit dabei? So, ich glaube mal, das haben sie bis jetzt auch gerafft, was sie da machen sollen. Was geht's? Zu Befehl. Der Rettungstransportwagen bringt das Ist in Arbeit. Krankenstation in der Basis. Was geht's? Höre. So, du kommst hier mit hin. Ist in Arbeit. Verstanden. Nur die vorne ja sowieso von alleine ab. Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Verstanden. Ja? Wird gemacht. Ja? Wird gemacht. Ja? In Ordnung. Bin bereit. Bin dabei. Bin bereit. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, dann hätten wir jetzt hier alles. Ach, Scheiße, wo kommen denn die jetzt noch her?
Wird erledigt. So, wenn ich mal hier mit etwas höherer Geschwindigkeit vorspüren. Notruf. Was geht's? Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Alles klar. Wird erledigt. Jetzt kommt's drauf an, wo hocken die fest? Sind die eingeschlossen? In Ordnung. Wird erledigt. Soll ich halt nicht so unterstreichen, weil es sind immerhin. Ja? Vier Mann. Höre. Und den vier Mann habe ich eigentlich auch einen Befehl gegeben. Zu Befehl. Das zulöschen. So. Höre. Jawohl, alles klar. Erwarte Befehle. Argo, du steigst wieder rein. Erwarte Befehle. Jawohl. Kein Problem. Achtung, bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Ja, machen wir doch Ruhe. Ja? Wird erledigt. Bin bereit. Kein Problem. Oh, wo bleibt der Rüstwagen? Erwarte Befehle. Kein Problem. Ein Bauarbeiter wurde von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen. Versorgen Sie ihn und transportieren Sie ihn ab. Ja? Zu Befehl. Ja? Zu Befehl. Gut, das mit dem Bagger-Dings ist ja nicht. Ja, nicht allzu dramatisch ist. Jawohl. Mal. Nö. Wird gemacht. Wird gemacht. Gut, dann habe ich nämlich gleich gehofft, dass er da auch landen soll. Schauen wir mal, hier war jetzt nichts weiter. Nö, eigentlich nur Personen befreien. Okay. Dem fehlen aber die Beine, die mittlerweile aus dem Axt abgeschlagen, oder? Okay. So, DME, DME, komm runter. Bin bereit, ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Der Trigger, also wenn man extrem nah ranzoomt, so wie ich das jetzt ja gerade habe, dann findet er den Triggerpunkt aber auch nicht so einfach. So, komm, wir waren so schnell vor Ort, da kann jetzt nicht viel passiert sein. Zur Hälfte, na ja, gut. Kurz nachmessen. Ja, 20 cm passt, wunderbar. Ja. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Wenn nötig, jawohl, transportieren Sie sie ab. Bin dabei. Wenn es nichts weiter ist, ach, sich jetzt, weil ich mir ja das Fahrzeug will. Löschflugzeug, Kommandofahrzeug. Vielen Dank. Erwarte Befehle. Was geht's? Zu Befehl. Ja? In Ordnung. Bin dabei. Was geht's? Bin dabei. Jawohl. Was geht's? Verstanden. Ja, da geht's soweit gut. Ja, zu den müssen wir gar nicht mitnehmen. Erwarte Befehle. Alles klar. Jawohl. Wunderbar, gefällt mir. Weg mit euch. Gut, Headquarter, das war dort, ne?
Oder irgendwie so? Ich weiß gar nicht, wo kommen die kleine Marei raus? Achtung, uns wurde berichtet, dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat. Der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich. Hm. Entschärfen Sie die Bombe, verhaften Sie den Bombenleger. Sollte die Bombe explodieren, bevor Sie sie entschärfen können, dann kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Nee, das wird ja nicht der Fall sein. Einfach mal ein Sixpack hier hinschicken. Okay. Grüßel mit dem SEK-Roboter. Wird gemacht. Und dann passt das schon. Aber meine Freunde, da sehen wir erst, wie es weitergeht im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, Däumchen da lassen nicht vergessen. Und ja, bis dann, haut rein, ne? Ciao, ciao.